Doppelkinn ist besser als der Rest, Mann. Ich lieb mein Doppelkinn. Hey, ich lieb mein Doppelkinn. Leute, ich habe tatsächlich schon vor ein paar Tagen ein Spiel gefunden, wo ich mir einfach nur dachte, ich wusste genau in dem Moment, das wollt ihr alle auf jeden Fall sehen. Und deswegen spielen wir jetzt was anderes. Freunde, ist es langsam an der Zeit, das Konzept von Tankstellen-Horror-Games über den Haufen zu werfen? Ich weiß, die Games haben stets auf einer ganz anderen Wellenlänge reingescherbelt. Huhu, ich bin's. Aber mittlerweile wissen wir ja, dass wir auch in Supermärkten sehr viel zu tun haben. Was haben wir hier sonst noch so? Guck mal an. Nehmen Sie meine Brieftasche, aber bitte tun Sie mir nichts an. Und genau deswegen... heiße ich euch jetzt ganz herzlich willkommen zu Night of the Consumers. Ein neues Horror-Game, was mega crazy und super verrückt sein soll. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Let's go! Okay. Oh nein. Ich bin gerade auf Arbeit angekommen, oder? Hi. Ah! Oh Gott. Hey, du bist spät dran. Aber ich meine, wenn du schon mal hier bist. Mein Name ist der Manager. Sehr kreativ. Vor allem ihr Vorname, der gefällt mir sehr gut. Daumen nach oben an ihre Eltern. Glocke sauraktiv. Wir sind nicht sehr beschäftigt an Tagen wie diesen, also wirst du eine nette kleine Schicht haben. Das sollte dir helfen, dich zurechtzufinden. Ja, sie machen auf jeden Fall auch einen sehr, sehr zurechtgefundenen Eindruck. Aber vergiss niemals, ich habe hier eine Reputation aufrechtzuerhalten. Du wirst mich doch nicht wie ein Idiot von den anderen Managern dastehen lassen, oder? Also, weißt du überhaupt, mit wem er hier redet? Selbstverständlich werde ich das. Dieses Geschäft ist das Beste in der Stadt. Und ich möchte auch, dass das so bleibt, ist das klar? Wenn irgendwer von meiner treuen Kundschaft nicht mit deinem Service zufrieden sein sollte, dann hau ich dir volle Kanüle ins Fressbrett. So, jetzt finde Jimmy. Er arbeitet hier schon eine Weile für mich und ist ein sehr, sehr loyaler Mitarbeiter. RIP Jimmy. Er wird dir alles zeigen. Hau dein Zeug jetzt in den Spind rein und los geht's. Klar, ist mir schon wieder viel zu aufregend hier. Oh, wie geht es jetzt? Oh, what? Ich möchte mich duschen nach dieser Szene. Ist da ein kleiner Baldi Schlüsselanhänger? Oh Gott. What? Was? Oh mein Gott, Alter. Na, Jimmy, schöne Schicht. Was geht mit diesem Game? Lol, was ist passiert, Alter? Ah, ich bin mir sicher, dein Tag war spitzenmäßig. Diese unhöflichen Kunden. Diese Riesenanzahl an kranken Spinnern. Die Kackflecken. Wie bitte? Ich habe meinen Bruchpunkt erreicht. Hör mir zu, du bist jetzt an der Reihe. Oh, ich freue mich schon. Es sind doch so viele leere Regale da draußen. Ach, vielen Dank, dass du mir was übrig gelassen hast. Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Du musst sie auffüllen, bevor wir schließen. Du möchtest doch nicht den Manager verärgern. Ich? Hier, nimm das. Das sind alle Notizen, die ich jemals gemacht habe, seit ich hier arbeite. Diese Tipps werden dir Zeit retten. Wenn du Escape drückst, kannst du dir die Notizen jederzeit ansehen. Was immer das auch heißt. Viel Glück. Zur Hölle mit diesem Ort. Ich bin raus hier. Ja, trink ein Bier für mich mit, Jimmy. Heilige Mutter der frische Theke ist das Ding riesig. That's what she said. Ich meine, ich gebe mir mit Sicherheit die größte Mühe, ganz bestimmt, aber da muss ich mir ja erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, bevor ich ordentlich zuschlage. Oh, that's what she also said. Okay. Und wie erkläre ich das hier bitte meinem Manager? Diesem Klopapiersalat? Ah, das soll erstmal nicht meine Sorge sein. Aber diese Boxen hier muss ich in die Regale einsortieren, oder was? Das soll ich einräumen? Videogames? Lol, ich habe mir die beste Arbeitsstelle ausgesucht, würde ich sagen. Okay, alles klar. Eine Prachtausstattung. That's what... Ach, okay, lassen wir das. Wir sind alle ganz gespannt, wie diese Konversation weitergeht, aber irgendwann muss auch Schluss sein. Wenn es am schönsten ist, bekanntermaßen. Wow, das ist ja echt einladend, Alter. What? Guckt sie euch an! Die Rabattzombies. Immer auf der Jagd nach dem nächsten saftigen Schnäppchen. Angebote! Nee, Jungs, ist heute nicht. Geht bitte nach Hause. Jetzt hab ich hier das Sagen. Hashtag Corona. Oh Mann. Ich glaube, es ist an der Zeit für einen spontanen Ruhetag, bevor die uns die Bude einrennen. Wann öffnen denn die Tore, wenn wir noch geschlossen haben? Das ist nämlich die Frage. Ich muss alles erledigt haben, bis wir dicht machen, hä? Aber wann geht's los?
Ich sehe hier irgendwie noch keine Uhr. Da unten steht 0. Das sind wahrscheinlich die noch nicht eingeräumten Kisten. Oh Mann. Videogames. Was haben wir hier? Food, Süßigkeiten, Getränke, Alkohol, Medizin und Alkohol. Hier finde ich mich wie zu Hause. Also falls ihr mich sucht, Leute. Aber ich bin schwer hier wegzukriegen, müsst ihr wissen. Moment. Da steht eine 5. Heißt das nicht so insgesamt nur 5 Boxen einräumen? Okay, ich bin mir nicht sicher. Aber ich suche mal jetzt nach den Spielen. Wo haben wir die hier? Wahrscheinlich hier drüben bei dem ganzen nicht zu verkonsumierenden Zeug. Kleidung. Videogames, hier. Haben wir hier ein leeres Regal? Ja, in der Tat. Ugh. Oh Gott, die Ansicht ist mega belastend. Oh, jetzt gibt's eine Uhr da unten. Jetzt geht's los, ja? Und die Kunden? Warte, ich höre irgendwas. Geflüster. Ah, mach hin! Hab ich so viel Zeit? Es lacht. Alter, das wird gruselig. Ah, oh Gott! What the freak? Ich muss ihre Auswahl an Möbeln kennenlernen, bitte. Was? Sie setzt zum Zungenkuss an. Okay, Möbel, was weiß denn ich? Okay, wo gibt's das? Halt, keine Ahnung, Mann. Hier? Oh, ach so. Ja, in der Tat. Alter, das ist krank. Ich brauche einen neuen Toaster. Wo haben wir das? Warte mal. Ich darf den nicht ins falsche Regal locken, oder? Ich weiß nicht wo. Halloween. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich habe nur eine kurze Zeit. Ich weiß nicht wo. Gibt es hier irgendwo Haushaltsgeräte? Home Cleaning vielleicht? Das hier? Nein, das war's nicht. Ich möchte mit dem Manager reden. Nein, habe ich es schon versaut? Was? Oh Gott, was ist los? Fuck. Was zum Teufel geht hier ab? Was zur Hölle ist dieses Game? Alter, das hat mich ja jetzt komplett überfordert. Muss aber sowas von los. Moment mal. Jimmy hat von Notizen gesprochen. Das ist nicht sein Ernst. Sieht aus, als hätte der das noch schnell vor so einem Herzinfarkt hingekritzelt, Alter. Was für ein Soldat, Mann. Danke für deine Survival-Tipps. Ich werde sie brauchen. So, Shift, um zu rennen. Linke Maustaste, um Boxen zu werfen. It stuns them. Ich kann die Kunden abwerfen? Hältst du das für eine gute Idee einer glanzvollen Serviceleistung? Ich bin mir noch nicht so sicher, aber gut. Rechte Maustaste, Box droppen. Ja, das kenne ich schon. Wenn du ein Regal einräumst, benutze A und D, um dich umzusehen. Ja, das wissen wir auch. Don't get caught. Hide in the staff-only rooms. Oh, ich kann mich da vor den Kunden verstecken? Jetzt verstehe ich das erstmal. Das ist so ein Meme von Leuten, die in Retail arbeiten. Das soll ja so das Schlimmste ever sein. Ich meine, ich habe da auch gewisse Erfahrungen damit machen dürfen. Oh mein Gott, ist das witzig. Das ist natürlich komplett übertrieben. Hier kann ich rein, ja? Alter, wie geil. Okay, muss ich jetzt 5 Boxen einräumen oder alle? Ich meine, wenn ich mit einer anfange, geht's los. Dann gehen die Türen vorne auf. Okay, Pharmacy. Ich schnapp mir mal das hier. War das hier? Magazines? Nee. Das war hier drüben, ha? Boah, ich muss das alles kennenlernen. Ich glaube, dann ist es einfacher, auch wenn die mich mal erwischen, denen schnell irgendwie helfen zu können. Wenn ich es denen nicht rechtzeitig zeige oder ich glaube, halt die dreimal in ein falsches Regal führe, dann sind die so sauer, dass sie dem Manager Bescheid sagen und der feuert mich aber instant. Probetag verkackt, man kennt ihn. Boah. Wie viele sind denn hier? 3? Ich weiß nicht. Oh nein, das ist die Oma. Ich habe Angst vor der Oma. Ah! Oh nein, das geht ja gut los. Irgendwas mit Zucker. Süßigkeiten will der. Ich habe was für Sie. Folgen Sie mir. Da gibt's was von Ratioform. Ah! Nein! Alter, ist das krass. Süßigkeiten? Wo sind sie denn? Sie stehen genau davor, Sie Vollidiot. Sehr gut. Okay. Nächste Kiste. Dort drüben. Bitte nicht sehen. Boah, Alter. Okay, Videogames. Die sind nicht hier. Die sind ganz am anderen Ende. Ach, du Kacke. Nein. Oh. Boah, ist das intensiv. Meine Güte. Nein. Die lassen erst von mir ab, wenn ich in diesen Staffraum gehe, oder? Nein, was? Wie ist die so schnell? Was gibt's dir zu essen?
My grandson has the flu, bless him. Can you take it to the pharmacy section? Ja, okay, junge Dame, folgen Sie mir mal ganz unauffällig oder auffällig, wie Sie wünschen. Der Kunde ist König, nicht wahr? Genau hier sind die ganzen Verrückten. Ich muss hier weg! Videogames. Okay, wo war das? Ich glaube, nicht auf der Seite. Genau, ich bin hier schon eigentlich richtig, ja? Videogames, hier. Jetzt aber schnell. Ich muss mich beeilen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass weil da eine 5 steht, ich 5 Regale einsortieren muss, oder? Könnt ihr mich hier jumpscaren, während ich das tue? 2. Okay, 2 von 5? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, ich kann die stunnen, ne? Das muss ich mir merken. Das nützt mir aber halt nichts, wenn ich da gerade beschäftigt bin. Pet Food. Ist es bei dem Essen oder hier? Wahrscheinlich drüben. Oh nein. Das steht genau immer auf der gegenüberliegenden Seite. Ich kann gar nicht so schnell reagieren. Shampoo. Okay, der braucht Healthcare, war das, ha? Moment, Magazines, Clothing, Kitchen, Videogame. Warum ist das nicht hier? Wieso? Home Cleaning, Pharmacy, Health and Beauty. Hier war das. Boah. War hier auch Pet Food? Ja. Ich bin hier richtig. Okay, sehr gut. Das war gutes RNG. Komm, schneller, schneller. Kann er nicht immer 2 nehmen, bitte? Hm, schneller! Ah! Ey, ist das krank. Das ist so krank. Hey, haben Sie was von diesen PT-Clone Games? Ich kann nicht genug von Ihnen kriegen. Alter, du bist mein Erzfeind, Mann. Hättest du mal gesehen, das Videogames. Hier sind... Wie ungeduldig ist der? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gar keine Chance, Mann. Ah! Ey, das ist mir echt zu heftig. Das Spiel ist so verdammt schwer, Mann. What the freak? Wisst ihr, was ich machen könnte? Ich habe ja jetzt hier quasi unbegrenzte Zeit. Was, wenn ich die Kisten schon mal vorsortiere? Ich meine, das ist ja möglich, ne? Von daher ist es ja irgendwie kein Cheaten. So, ich lege das hier hin und bringe das alles an seinen Ort. Hier steht irgendwie Cleaning drauf, aber weder Home Cleaning noch Health and Beauty haben irgendwie einen freien Platz. Also stelle ich das mal hier so dazwischen. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier alle Kisten vorsortiert habe. Aber ich hoffe mal, das hilft. Ich schätze mal, ich habe alle erwischt. Jetzt keine weiter gefunden. Okay, es geht los. Ich kann hier gleich weitermachen. Komm. Nein! Jetzt nicht rumspinnen! Keine glitschigen Pfoten, bitte! Okay, das ist Wandfarbe. Alter. Wir haben halt alles am Start, ne? Nein! Nicht entschuldigen Sie bitte. Oh, ich muss aufs Klo. Ich kann die abwerfen mit. Oh. Ich habe keine gute Range hier gerade. Mal Videogames, das war hier, hä? Und was ist, wenn ich das falsch einsortiere? Geht's überhaupt? Okay, der Typ ist auf jeden Fall weg. Ich höre es lachen. Die Oma kommt. Die Oma kommt! Nein, der Typ. Yo, wo sind die Schrauben? Was für Schrauben, Alter? Warte, 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 warte. DIY. Hier. Sie waren schon ganz richtig. Boah. No. Das hast du dir so gedacht. Du Potsau. LOL! Wie lange sind die gestunt? Ich hoffe für ewig. Ich hoffe für immer. Ich hoffe, er ist dabei gestorben. Hat sich das Kreuz gebrochen. Oh, die sind weg. Die gehen weg. Der schon wieder. Der kommt nicht klar mit der Welt. Ey, warte. Fortnite Magazine? Alter, was für eine Scheiße. Okay, warte, wo sind die Magazine? Wo sind die Magazine? Ah, ich bin falsch. Ich bin falsch gelaufen. Nein, 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 nein. Das ist so krass. Bist du einmal falsch unterwegs? Hast du verloren. Okay, Leute. Boah, es ist trotzdem so mega schwer. Das hilft aber. Das hilft, dieses Vorsortieren. Was für ein cooles Game. Es hat echt so einen geilen Style. Ein richtig geniales Konzept. Und macht irre Spaß. Ist aber auch verdammt schwer. Es ist schon eine Herausforderung. Die Kisten stehen jedes Mal random. Aber die Regalaufteilung ist, glaube ich, die gleiche. Okay, sehr cool. Ich müsste das auf jeden Fall nochmal probieren. Allerdings mit eurem Segen. Lasst mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Und dann
schauen wir da auf jeden Fall nochmal rein in den nächsten paar Tagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr findet es genauso cool. Spiel kostet zwar irgendwie so $2 oder sowas. Gibt es mit dem Link in der Videobeschreibung, falls ihr da Bock drauf habt, das mal selber auszuprobieren. Im Startmenü sind noch einige Sachen nicht freigeschaltet. Das heißt, wenn wir das hier gewinnen, kriegen wir vielleicht noch einen anderen Modus oder so. Oder vielleicht noch schwerer, keine Ahnung was. Noch mehr Kisten oder so. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst mich euer Feedback in den Kommentaren wissen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt. Ich bin ein dicker Mensch.